Im Dezember 2011 sind zwei Zwickauer Männer auf große Tour gegangen, und zwar nach Russland. Auf eine Hilfstour. Die Rede ist von Randy Schwarz und Sven Gläser. Die beiden sind von ihrer väterchen Frost-Tour nun wieder zurück. Sie sind wieder wohlbehalten in Zwickau angekommen. Und ich bin wirklich glücklich, Sie hier begrüßen zu können. Wirklich gesund und munter. Es ist euch nichts passiert. Ihr seid auch trotz dieser Temperaturen wohlbehalten zurück. Also nochmal ein herzliches Willkommen zurück in der Heimat euch beiden. Hallo. Grüß dich, Udo. Wir wollen noch mal ganz kurz diese Tour vorstellen. Wir hatten zwar sehr oft davon berichtet, also Zwickau war eigentlich immer im Bilde, was ihr so unterwegs erlebt habt. Aber erzählt noch mal, wie kam es zu dieser Idee? Was habt ihr euch vorgenommen gehabt? Die ersten Gespräche sind im Anfang November, genau am 4. November gelaufen über die ganze Tour. Also deswegen, es war sehr, sehr kurzfristig. Echt knapp, ne? Ja, das war schon sehr knapp. Wir haben uns überlegt, also wir wollten da eine Tour machen und dann das Gute mit dem Nützlichen zu verbinden. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wer hatte eigentlich diese Idee? Ich meine, es muss natürlich erstmal so diese Idee im Hinterkopf sein, wir fahren nach Russland und helfen dort. Das ist ja an sich schon mal abenteuerlich. Wie kam diese Idee zustande? Also die Idee hat der Sven gehabt. Willst du das Mikrofon noch mit rannehmen? Ja, richtig. Die Idee hat auf jeden Fall der Sven gehabt. Er hat mich also am 4. November angerufen, stand 10 Minuten später bei mir zu Hause. Und hat mir halt von seinem Plan berichtet, eine Reise durch Russland zu unternehmen. Und ja, dann sind wir halt an dem Abend dann immer mehr ein bisschen ins Detail gegangen. Das ging von der Fahrzeugwahl über die Route, die dann festgelegt wurde. Und erzähl du vielleicht mal weiter, wie dann der weitere Werdegang war. Ja, das Fahrzeug, das ist ja auch noch so eine abenteuerliche Sache gewesen. Man geht ja nicht einfach in den Laden und holt sich einen Allrad-LKW, der sibirientauglich ist. Was lief da eigentlich ab? Ja, das war eigentlich von der Sache eine Katastrophe von vorn bis hinten. Also ursprünglich ging es los mit einem Land Rover Defender. Und das haben wir uns überlegt, das klappt ja gar nicht bei den Schneetiefen und man weiß ja auch nicht, was einen erwartet auf der ganzen Tour. Dann hatten wir ein Ural-LKW, so ein altes Armeefahrzeug, das war schon einigermaßen ausgebaut. Das Fahrzeug wurde uns leider einen Tag vor Abholung abgesagt von einem anderen Mitbewerber, also wurde verkauft auf alle Fälle. Ja, dann sind wir ganz spontan zwischendurch noch nach England geflogen, da war auch noch ein Ural zu kriegen. Weil wir wollten ja unbedingt ein osteuropäisches Fahrzeug haben wegen Ersatzteilbeschaffung und so weiter und so fort. In England angekommen, 200 Kilometer nach Cambridge gefahren. Das Fahrzeug hat sich als einen Schrotthaufen erwiesen. Es war überhaupt nicht fahrbar, das Fahrzeug. Und dann leider wieder zurück. Völlig enttäuscht. Standen wir da, wir hatten unsere Tour geplant und alles und kein Fahrzeug. So, das war die Situation Anfang Dezember noch im letzten Jahr. So. Wenn ich da mal einfügen darf, jeder, der einen Sven kennt, der weiß ja, dass er sehr spontan ist. Und wenn einmal ein Ziel ins Auge gefasst wird, dann wird es auch nicht außer Acht gelassen. Das heißt, die Sponsoren waren schon über die Tour informiert und es war noch kein Auto da. Ne? Also wir haben dann nach der Ankunft aus England saßen wir bis früh um 3, was machen wir denn jetzt? Und es wäre fast sogar ein W50 geworden. Also mit mir war dann alles egal. Hauptsache, die Tour findet statt, weil sie halt auch angekündigt war. Und ja, vielleicht mal aus meiner Sicht war es dann so gewesen, ich glaube eine Woche später, 3-4 Tage später, kam dann der erlösende Anruf, ich habe ein Auto, guck das mal an. Und bei Mobile reingeschaut und da stand halt dann dieser damals noch mausgraue Tatra zum Verkauf. Und ja, das konnte man dann auch auf Facebook verfolgen. Der ist dann am Samstag, das muss dann da, hilf mir mal bitte. Freitagabend. Ich habe den Freitag dann schnell losgefahren, habe das Fahrzeug gekauft und habe ihn dann angerufen. So, ich hab's. Und darüber, über dieses Fahrzeug, hatten wir im Vorfeld ja schon berichtet. Das war so unser erster Kontakt, wo ihr dieses Fahrzeug vorgestellt habt. Und da hatten wir einen kleinen Beitrag drüber gemacht und ich würde sagen, da schauen wir noch mal rein, schauen Sie sich mal dieses Fahrzeug an, es ist wirklich Wahnsinn, vor allem wenn man dieses graue, wie ihr sagt, Auto gesehen hat. Wirklich, diesen Beitrag hatten wir im Vorfeld gesendet über das Fahrzeug dieser beiden zur väterchen Frost-Tour 2012.
Schon das Fahrzeug ist ein echtes Biest. Egal ob unwegsames Gelände, sengende Hitze oder klirrende Kälte. Dieser LKW ist für Extremsituationen gemacht. Ein Tatra mit 6x6 Antrieb, Einzelradaufhängung, luftgekühlter V8 Diesel und modernster Elektronik im Inneren. Wenn andere Geländewagen bereits kläglich versagen, kommt dieses Auto erst richtig in Form. Hergestellt 1997 in Tschechien, damaliger Neupreis 1 Million D-Mark. 3 Standheizungen, Notstromaggregat. Gemacht, um zu überleben. Ein beeindruckendes Fahrzeug. Und es macht auch Spaß, mit diesem Auto zu fahren. Wir waren ja selbst mit drin, so sind ja eigentlich auch die Aufnahmen entstanden. An Bord des Fahrzeugs, das ist nicht schlecht. War das alles schon drin, diese Anbauten auch so von außen? Was musstet ihr mit dem Fahrzeug machen, nachdem ihr das bekommen hattet? Ja, also das Fahrzeug war eigentlich so im Großen und Ganzen einsatzbereit. Natürlich nach genauerem Hinschauen, wie es halt immer so ist bei gebrauchten Fahrzeugen, hat sich dann der Fehler und jener Fehler dargestellt. Und wir haben zum Beispiel die Elektrik neu machen müssen beim Fahrzeug, verschiedene Anbauten daran, also jetzt auch was die Heizungsanlagen betraf und extra Beleuchtung, dann so außen so eine Notbeleuchtung mit Bewegungsmelder, das war mir halt wichtig. Warum? War das so notwendig? Naja, man muss sich vorstellen, wenn man irgendwo steht hinten aus und es ist schon immer gut, es schreckt schon mal ab. Also auch jetzt auch mal wilde Tiere oder sowas, es schreckt schon mal ab, wenn man plötzlich Licht angeht. So okay. Muss man sich die Sache vorstellen. Des Weiteren, ja gut, komplette große Durchsicht erstmal, dass man wissen, okay, Getriebe funktionieren alles, das, dies, jenes. Bei so einem Allradfahrzeug sind ja nur etliche Getriebe und Nebenantriebe drin und ja, dass ich mir halt sicher sein konnte, ich brauche da meine Ordnung, das funktioniert, das Fahrzeug. Sonst geht das nichts los. Also du bist dann so eher der technische Typ, ich meine Spedition, ne? Ich meine, da ist natürlich der LKW-Spezialist und du hast dann so eher drauf vertraut, der macht das schon oder... Ja, wie muss man sich das vorstellen? Du kamst dahin und der Sven sagte, ich habe da ein Auto und damit fahren wir jetzt. Da muss er auch Vertrauen dazu haben in die Technik. Ja, na, selbstverständlich, aber es liegt ja auch viel Herzblut, also bei uns überhaupt, was jetzt Autos betrifft und noch dazu so ein großes. Ich meine, für mich als Versicherungskaufmann hast du auch nicht alle Tage die Chance, mal wieder deinen alten LKW-Führerschein auszutesten, den du früher bei der GST mal gemacht hast. Und wenn es dann noch so ein schönes Auto ist, dann haben mich natürlich die technischen Details auch interessiert. Und ja, ich bin dann ganz einfach, war einfach nur begeistert, dass du halt einen Partner hast, der auch die Möglichkeiten hat, das alles in der Tat umzusetzen. Beim Sven geht das ja auch immer recht schnell. Und da wurden halt die Zusatzscheinwerfer angebaut, dass man ordentlich Licht hat. Wie gesagt, der Bewegungsmelder macht sich gut, wenn sich jetzt jemand dem Fahrzeug nähert, weil wir wussten ja auch nicht, wo können wir übernachten, dass das halbwegs sicher ist. Hat sich auch in der Praxis bewiesen. Es ging weiter dann über die Lackierung. Da hat man also auch jemand gefunden, wenn ich das so sagen darf. Ja, Lackiererei Redelin. Der die Lackierung übernimmt, genau. Dass wir uns über die Farbe verständigt haben und dann das ganze Design so ein bisschen von dem Auto. Und wir haben da wirklich, kannst sagen, ab Anfang, also wo das Auto dann da war, jedes Wochenende von Freitag, Samstag, Sonntag hat sich alles nur um das Fahrzeug gedreht, damit es halt dann auch einsatzbereit wird. Und es also war, eigentlich bis zum Tag der Abfahrt. Es war tatsächlich so, dass da am 27. Vormittag noch der Elektriker dran war. Abenteuerlich, wirklich schon vor der Abreise, nicht schlecht. Genau. Aber du hattest gerade angesprochen, Partner. Ohne Partner geht da gar nichts. Nicht nur ihr beide als Partner auf der Tour, sondern auch, ihr braucht Unterstützer. Wie lief das eigentlich ab? War die Suche, ich meine, jeder, der irgendwie mal auf der Suche nach Sponsoren war, sei es jetzt ein Verein oder ähnliches, der kann da wahrscheinlich ein Lied davon singen. Da geht man erst mal Türklinken putzen. Wie war das bei euch? War das schwierig? Wie lange wart ihr da auf Tour? Na, man kann es... von der Sache aufgrund der Kürze der Zeit in zwei Lager teilen. Die einen, die halt wirklich bereit waren, innerhalb dieser kurzen Frist auch mit Geldmitteln zur Verfügung zu stehen. Das waren, sagt der Sven dann bestimmt noch was dazu. Und die anderen, die halt aufgrund der Kürze der Zeit gesagt haben, also Geld
ist jetzt so nicht möglich. Wir müssen ja bei verschiedenen Gremien uns auch die Zustimmung hören. Das Budget ist Jahresende auch schon ziemlich erschöpft. Aber wir können euch mit sachlichen Sachen, also mit was aus der jeweiligen Branche dann halt war, mit Sachen halt unterstützen. Das ging also von der Bekleidung über einen Teppichboden, der rein musste. Die Frontscheibe musste nochmal repariert werden. Und da haben uns halt auch viele Firmen, sag mal, mit Sachspenden, auf Deutsch gesagt, unterstützt. Was ja dann indirekt auch den Kindern wieder zugute gekommen ist in Russland, weil ohne die Sachspenden wären wir dort nicht angekommen. Im Vorfeld dieses Gesprächs, dieser kleinen Gesprächsrunde, haben wir uns mal mit ein paar eurer Sponsoren unterhalten. Wir beginnen mal mit der Dekra, einer der ganz großen Sponsoren, war mit dabei und da wollten wir natürlich wissen, wie ging das eigentlich? Wie sind denn die beiden auf die Dekra zugegangen? Wir schauen mal hinein. Also das war im Dezember vergangenen Jahres, Dezember 2011, eine recht spontane Idee vom Herrn Gläser gewesen. Er rief spontan an und sagte, ja, ich habe vor, mit meinem Freund, dem Herrn Schwarz, nach Russland zu fahren, hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen. Und das in einer Zeit, wo es sicherlich gerade der russische Winter ja auch sehr hart ist, ob wir uns dort mit beteiligen würden. Und ich habe einfach gesagt, okay, wir haben ein recht ordentliches, vernünftiges Betriebsergebnis 2011 hinlegen können. Und warum nicht auch etwas abgeben an diejenigen, die tatsächlich es auch benötigen. Und wir haben auch noch mit einem weiteren der Sponsoren gesprochen, und zwar mit dem Autohaus Müller, dem Skoda Autohaus Müller, so gleich in der Nachbarschaft von den beiden Hilfstourfahrern. Die waren dann auch mit im Boot und waren natürlich auch gleich begeistert von der Idee, eine Hilfstour nach Sibirien zu machen. Also ich kenne den Sven Gläser schon mindestens 20 Jahre aus unserer Zeit in Lichtenstein. Wir waren mal unmittelbare Nachbarn. Ich schätze den Sven als einen sehr, sehr guten Unternehmer ein, der eine blendende Entwicklung hier in Zwickau genommen hat. Und es hat mich eigentlich beeindruckt, was er hier vorhatte mit seinem Mitstreiter Schwarz. Und es hat eigentlich nicht lange gedauert, dass wir uns dazu entschlossen haben, diese Aktion mit zu unterstützen, da es ja auch für hilfsbedürftige Kinder ist. Wir haben selber Kinder, wir haben einen Enkel und insofern war das für uns ein Bedürfnis, dort mit dran teilzunehmen. Und da es sich um einen LKW handelt, lag natürlich nichts näher, als auch einen Sponsor aus dem Bereich Nutzfahrzeuge mit ins Boot zu holen. In Zwickau gibt es da ein sehr großes Autohaus, nämlich das Autohaus Luke. Die waren auch mit im Boot und auch Mercedes Luke war begeistert von der Idee, in Russland zu helfen, hier von Zwickau aus. Der erste Kontakt ist eigentlich zu unserem Geschäftsführer, den Herrn Söber. Der Autohaus Luke GmbH kam zustande zwischen den Herrn Gläser und unserem Chef. Der hatte uns darüber informiert, das ganze Verkaufs- und Serviceteam. Ich bin für den Service Nutzfahrzeuge der Autohaus Luke GmbH verantwortlich. Wir fanden die Idee logischerweise, da es auch mit einem Nutzfahrzeug auf die Reise ging, sofort spontan. Einfach nur Wahnsinn, haben gesagt, ja, okay. Und ein Stück unserer Firmenphilosophie, immer soziale Aspekte mit zu unterstützen, das eigentlich regional, hier ging es ja ein Stück überregional, weltweit, fanden wir unheimlich irre. Und es war einfach nur der blanke Wahnsinn, was die zwei auf dieser Tour geleistet haben, für Mensch, Material und ja, auch ich kann nur sagen, dort war jede Menge Glück dabei, dass die beiden ihre Tour so durchziehen konnten, wie sie durchgezogen haben. Das Feedback, was sie mitgebracht haben, was sie auf der Tour an Unterstützungsleistung bringen konnten. Das klang alles sehr positiv und demnach stand der Fahrt nach Russland nichts mehr im Wege. Wie hattet ihr euch vorbereitet? Was wusstet ihr über Russland, dass man über die Straßen erkundet? Ich meine, wer jetzt mit einem Flugzeug nach Russland fliegt, das ist immer noch was anderes. Ihr wart mit dem Auto unterwegs. Was wusstet ihr? Also eigentlich von Haus aus gar nichts, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben uns mit vielen Leuten unterhalten, auch mit Leuten, die schon in Russland waren. Die haben natürlich auch nichts so richtig was über verraten. Die
wir haben gesagt, habt viel Spaß und gut ist. Also so richtig so eine permanente Info, was jetzt wirklich auf dich zukommt. Vielleicht noch mit so einem hintergründigen Grinsen. Ja, so Grinsen, ja genau, so ähnlich war die Situation, muss ich im Nachgang feststellen. Also wir waren voller Enthusiasmus und gesagt, jetzt geht's los nach der langen Vorbereitungszeit. Sind ja auch losgerammelt, wie gesagt, also man muss jetzt im Nachgang feststellen, also wer Russland bereisen will, das sollte auf alle Fälle seine Russischkenntnisse schon gut beherrschen, also nicht wie wir jetzt los sind, sondern Schulrussisch reicht, ging nicht, hat nicht funktioniert. Also man verendet zuerst an der Grenze, dort wenn man drei russische Formulare vorgelegt kriegt, sozusagen ausfüllen. So, ne, während dann neben dir Sascha mit der Kalaschnikow steht. Vielleicht hatten wir jetzt auch die schlimmste Grenze erwischt oder wie auch immer, aber man muss sich das vorstellen, die Grenze war eigentlich nicht besucht, wo wir waren. Also die hat auch keiner gekannt, hat kein Navi gekannt, auch keine Karte gekannt. Also so sind wir auf Russland gestoßen. Ne? Mal kurz einzupflegen. Es war der 31.12., der Grenzübergang Ukraine-Russland. Und die wollten natürlich auch nach Hause und Party machen und dementsprechend freundlich haben sie uns auch besucht, empfangen. Ja, also mit den Formularen, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein Block wert, dass man vielen, die vorhaben, im Fahrzeug nach Russland zu fahren, dort mal was an der Hand gibt, was sie dort berücksichtigen müssen, weil da findest du keine Übersetzung, gar nichts. Da hast du zu tun, dass du mal eine englische Übersetzung kriegst, dann nach großem Widerwillen. Und ohne die Hilfe einer freundlichen Zöllnerin, da wird man wahrscheinlich jetzt noch dort stehen, ne? Ja, auf alle Fälle. Ja. Also so muss man es sagen. Also man hat, nachdem man die ersten drei Formulare ausgefüllt hat und die wurden jedes Mal von Sascha zerknüllt und weggeschmissen, ohne ein Wort, da stehst du dann erstmal ratlos da und sagst, na da, was wollt ihr? Ne? Wie waren eigentlich eure Russischkenntnisse? Also ich selbst hatte ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre hatte man so, ab der 5. Klasse, glaube ich, gab es ja, genau, russische Unterricht, genau, ne, bis genau. Zur 12. Also das waren schon ein paar Jahre und es ist fast nichts mehr hängen geblieben. Also das der Primitschatilnis, ja, kriegen wir gerade noch so hin. Das denke ich mal, ja. Und dann ist Ende Gelände, da ist nichts mehr hängen geblieben, weil wann nutzt man denn das Russisch? Wie also lass dich beruhigen, euch? Es kommt alles wieder in Russland. Kommt wieder? Es kommt wieder. Das Hinterhirn schafft es nach vorn. Aha. Und wie schnell ging das bei euch? Ich meine, an der Grenze, da brauchtet ihr dann 100%. Gerade bei so Formularen, da würde ich sagen, da hätte ich dann aufgegeben. Ja, es war insofern, wie gesagt, schlimm, dass die uns einfach abblitzen lassen haben. Also die haben, also Der Tenor war von dem einen Chef, dem Major, der dort war, feiert euer Silvester in Deutschland und nicht in Russland, was wollt ihr hier? Mhm. So, und dann stehst du natürlich erstmal dort, habe ich gesagt, zurückhalten, ja. Weglaufen, jetzt fangen wir nochmal neu an. So, und dann natürlich, dann ging das dann langsam hin und her und dann, wie gesagt, wir hatten die Zöllnerin gefunden, die halt auch Mitleid mit uns hatte, muss man sagen. Ja. Die uns dann die Formulare ausgefüllt hat und uns das auch alles erklärt hat. Passt auf, ihr müsst mindestens spätestens in 3 Monaten wieder raus sein, sonst habt ihr richtige Probleme. Mit Auto. Ne? Also das sind ja auch Sachen, also das wäre vielleicht auch ein Ansatz für den Dekraum, mal solche Formulare zu übersetzen, muss man sagen. Wie gesagt, man steht da mit Null da. Ne? Und das sind eigentlich nichts Schlimmes. Es ist von der Sache nur das Inventar, was im Fahrzeug ist, dann die Daten, die zum Fahrzeug gehören und die privaten Sachen, also Geld und Personalausweis nochmal. Es ist eigentlich nichts Schlimmes, wenn man es dann übersetzt hat. Auf die Rücktour war eine Lachnummer für uns dann hinten aus, da wusste man genau Bescheid. Ne? Aber die Hintour, wie gesagt, 5 Stunden haben wir gebraucht. Man muss sagen, für eine russische Grenze eine Top-Zeit, das weiß ich aus der Spedition her. Also da steht man auch mal schnell 30 Stunden. Ne? Also an der weißrussischen Grenze oder wie auch immer. Das war für uns da ein Top-Speed, was wir dort vorgelegt haben und dort durchgegangen sind. Wir haben dann auch mit einer Flasche Sekt uns bedankt bei der guten Zöllnerin. Und waren dann Silvester abends über die Grenze. Gehört das ins Reich der Mythen, dass man an der Grenze schneller ist, wenn man mit einer großzügigen Zahlung da oder was sind so eure Erfahrungen? Kann man mit Geld etwas beschleunigen an der Grenzabfertigung oder sind die da wirklich unbestechlich und genau? Also ich denke immer,
man muss die Situation abpassen. Also wir sind von vornherein nicht so rangegangen an die Sache. Die Erfahrung ist, dass auch selbst der russische Polizist oder der russische Zöllner, das sind schon korrekte Menschen. Also es geht von vornherein nicht so los, es ist eine Mythe. Hinaus, dass man die Leute bestechen muss oder dass sie da wild drauf sind. Ich sag mal, ich will es mal so ausdrücken, wenn gar nichts mehr geht, wenn gar nichts mehr geht, ne, da sollte man schon dann im Personalausweis mal den 50-Euro-Schein parat haben, dann geht vieles einfacher. Na gut, man kann sich's ausrechnen. Entweder man steht stundenlang dann da oder man unternimmt halt was. Ne? Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren, sage ich auch gleich dazu. Und ich warne auch davor. Also wenn das irgendjemand machen will, man muss dann schon die Situation ganz genau einschätzen können. Und als Frischling daran gehen, sag mal, ich kenne das ja nur von den ganzen Städten. Wir haben in den 90er Jahren das Kosovo viel gefahren, wo hier unten der ganze Krieg war und alles. Bosnien-Herzegowina hinreichend befahren. Daher wusste ich schon, die Situation einzuschätzen. Also man muss da schon sehr aufpassen. Also man kann auch schnell beleidigen. Das ist ganz klar. Ne? Man darf nicht gleich von vornherein den Zöllnern sagen, hör zu, ich halte von dir gar nichts. Ich denk, du bist korrupt. Dann wird er wahrscheinlich dann auch entsprechend antworten. Randy, wie waren so die Gefühle so kurz vor der Abfahrt, als dann der Tag der Abfahrt, 27.12. war das, glaube ich, als es dann näher rückte? Wie hast du dich so gefühlt? Ja, gefühlsmäßig, also schlecht geschlafen, schon Sorgen gemacht über viele Dinge, weil ich war vor 20 Jahren schon mal in Russland gewesen, also an der Erdgastrasse. Gut, da warst du ja trotzdem irgendwo behütet in deinem Wohnlager und musstest jetzt nicht irgendwo unterwegs übernachten auf der Straße. Und darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie wird es sein, was hat sich getan in den 20 Jahren? Ist es noch so wie damals, wie dicht ist das Tankstellennetz? Und so weiter. Ja, das waren so meine Befürchtungen. Aber ich sag mal, die sind im Prinzip alle weggefallen, nachdem wir hier so herzlich verabschiedet wurden. Das hat ja dann noch da drin gegipfelt, dass auf der Autobahnbrücke Richtung Chemnitz, da stand dann noch Sven seine Reinsdorfer Verwandtschaft mit einer Deutschlandfahne und einem großen Plakat, viel Glück. Also da hast du Gänsehaut gekriegt. Und ja, bist dann wirklich frohen Mutes losgefahren und der hat uns an für sich auch die ganze Reise nie verlassen, dieser frohe Mut. Und damit haben wir auch mit unserer Unbekümmertheit bestimmt auch viele Sachen. Wir haben es einfach nicht verbissen angegangen, sondern haben die Diskussion gesucht, auch an der Grenze, und haben es halt damit geschafft. Also es ist wirklich eine reife Leistung. Im Internet liest du immer von mindestens 20 Stunden für Privatleute der Grenzübertritt. Wir haben es wirklich in knapp 5 Stunden geschafft, diese 4 Stempel auf den Laufzettel zu erhalten. Und den, man glaubt nicht, wie begehrt so ein Laufzettel dann ist mit diesen eindrucksvollen russischen Stempeln darauf, der kann manchmal viel bedeuten, ja. Aber wir schauen noch mal ganz kurz zurück, und zwar zur Abfahrt. Wir waren natürlich mit der Kamera dabei am 27.12.2011, als die beiden die Reise nach Russland angetreten haben und haben darüber berichtet. Geplant war die Abfahrt des Trucks am Dienstag vergangene Woche um 15 Uhr. Der Start verzögerte sich natürlich, denn viele Freunde, Bekannte und Unterstützer waren auf das Gelände der Dekra gekommen, um Sven Gläser und Randy Schwarz auf die lange Reise zu verabschieden und Geschenke mitzugeben. Auch der Leiter der Dekra-Niederlassung Zwickau ließ es sich nicht nehmen, mit vor Ort zu sein, und wir erfuhren von Roland Gätke, warum er dieses Projekt maßgeblich mit unterstützt hat. Wir waren der Meinung, dass so eine gute Sache, gerade um die Weihnachtszeit herum, das Fest der Herzen und der Familie, anderen geht es in der Welt nicht immer so gut. Wir haben in Deutschland ein recht gutes Jahr absolvieren können und wir wollen den Herrn Gläser mit seinem Team hier kräftig unterstützen. Haben entsprechend uns spontan auch dazu bereit erklärt. Und ich sage einfach mal, einfach aus menschlichen Herzen heraus, es ist eine gute Sache, es ist lohnenswert. Und dort wollten wir als Dekra-Niederlassung Zwickau natürlich gerne mit dabei sein. Die Tour wird voraussichtlich 8 Wochen dauern. Geplante Ankunft war pünktlich zum Jolka-Fest am 31.12. Uns interessierte natürlich, wie die Reiseroute aussieht und mit welchen Schwierigkeiten die beiden Männer eventuell rechnen müssen. Heute geht's los. Ich würde sagen, Tschechoslowakei, Prag hinten raus, also Brünn, denke ich, ist gut. Probleme, der einzige, die ich jetzt an der Stelle sehe, ist Grenzübergang dann Ukraine-Russland.
wo ich mir vorstellen könnte, wenn du im Internet dich informierst, da sind so bis 30 Stunden stehen da manchmal im Raum, was man dort Wartezeit hat. Aber das Sven hat schon gesagt, wir nehmen die Pkw-Spur, wir sind ein Wohnmobil, ne? Wenn es auch etwas überdimensioniert ist. Und ja, versuchen dann einfach vorne am Schlagbaum die Zeit etwas abzukürzen. Ne? Und natürlich haben uns die beiden versprochen, dass sie uns während der Tour auf dem Laufenden halten und wir ihnen, unseren Zuschauern, davon berichten können. Ihr hört auf jeden Fall von uns. Wie gesagt, wir sind bestens ausgerüstet mit der modernsten Kommunikationstechnik. Versuchen auf Facebook alle auf dem Laufenden zu halten. YouTube ist freigeschalten, genau. Wo die kurzen Trailer dann eingestellt werden von unterwegs aus. Ja. Und ansonsten gibt es ja auch Internetcafés auf der Strecke. Und dann war es endlich soweit. Nachdem alle Anwesenden noch einmal Tschüss gesagt hatten, starteten Sven Gläser und Randy Schwarz auf ihre große Reise. Mit einem Hubkonzert verabschiedeten sie sich von allen Daheimgebliebenen. Wünschen wir den beiden ein gutes Gelingen ihres Vorhabens und dass sie gesund zurückkommen. Du hattest es ja schon erwähnt, ihr wurdet mit der Fahne an der Autobahnbrücke schwenkenderweise verabschiedet. Familie, das ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Stichwort. Die müssen natürlich da mitziehen, oder? Ja, natürlich. Soll ja zu Hause weiterlaufen. Wir haben ja beide auch ein Unternehmen. Beim Sven mit Sicherheit auch noch sehr umfangreich, was da zu erledigen ist. Da lag natürlich dann die Hauptlast auf seiner Frau. Bei mir war es so, dass mein Bruder halt die Geschäfte weitergeführt hat und ja, in Vorbereitung der Tour ist natürlich auch die Kommunikation ein Thema gewesen. Dazu kannst du ja jetzt vielleicht was sagen, da hast du ja ein Satellitentelefon rangeholt. Ja, wir hatten ein Satellitentelefon dabei und Vodafone hat uns das ja unterstützt, also ist auch mit Laptop für die Kommunikation und so weiter und so fort. Also es wusste natürlich auch keiner, was jetzt speziell auf uns zukommt, wie gesagt, Familie. Ohne Familie kann man sowas überhaupt nicht machen. Also da sind wir uns einig, denke ich. Also das funktioniert sonst nicht. Also über diese gerade eben erwähnte Satellitentechnik war es dann möglich, dass ihr euch immer mal per Video gemeldet habt. Wir hatten da einiges auch ausgestrahlt. Da würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sah es aus, als die beiden so auf Tour waren. So ganz einfach unkommentiert, das sind die Bilder aus Russland. Die Witterungsverhältnisse in der Ukraine entsprechen in etwa dem, was wir hier in Deutschland derzeit erleben. Schnee ist weit und breit nicht in Sicht. Trotzdem quält die beiden Männer natürlich die bange Frage, werden die drei Standheizungen des Fahrzeugs im eisigen Sibirien ausreichen? Ein erster Test verlief schon mal zur vollsten Zufriedenheit. Hinten ist noch nicht mal rein, es ist voll warm, ne? Da stecken wir, wo steht das in Sibirien? Das Tanken ist auf der Tour natürlich bei weitem nicht so teuer wie hier in Deutschland. Diese Aufnahme stammt von einem Tankstopp in Polen. Nun haben die beiden Zwickauer noch geschätzte 2 Monate vor sich. In Sibirien herrschen dieser Tage Temperaturen von etwa minus 24 Grad. Und es gibt eine geschlossene Schneedecke. So sieht die russische Steppe aus. Und jetzt kommt mal wieder eine Kreuzung. Soweit das Auge sieht, ein Haus weit und breit. Der Hauptzweck dieser Tour war natürlich zu helfen. Und das haben die beiden Männer natürlich auch ausgiebig getan. Ihr wart an vielen, vielen Orten. Beschreibt doch mal, wie das Ganze so ablief. Wo wart ihr überall? Wie lief das? Ja, der Anspruch an die Tour war ja, Ziele zu erreichen, wo sonst kein Hilfstransport ankommt. Also sprich hinterm Ural. Das lief derart ab, dass wir im Vorfeld der Reise in Kontakt hatten über das deutsch-russische Haus in Kaliningrad. Denen haben wir quasi mitgeteilt, die 14 Städte, die wir anlaufen. Und die haben uns Ansprechpartner gelernt, dann in den 14 Städten, die uns dann vor Ort unterstützen, auch bei der Suche nach entsprechenden Heimen. So, das ist nicht überall zu 100% gelungen. Zum Beispiel in Kiew waren die Ansprechpartner gerade auf der Krim im Urlaub. War aber nicht so schlimm, weil war ja noch weit vorm Ural. Sodass dann das erste Heim in Saratow besucht wurde. Das ist auch noch vorm Ural, liegt an der Wolga.
War von daher für uns auch ein Glücksfall, dass der Alexander, den wir dort kennengelernt haben, uns dann praktisch bei den nächsten zwei Heime oder Städten schon durchgeschleift hat. Und es hat am Ende halt darin gegipfelt, dass wir also in den 14 Städten, die auf unserer Route lagen, insgesamt 8 Kinderheime besucht haben. Wenn man davon ausgeht, dass pro Einrichtung ungefähr 50 Kinder dort betreut wurden, kann man davon ausgehen, dass also ungefähr 400 Kinder eine direkte Hilfe erfahren haben. Was habt ihr da jetzt konkret gemacht? Ihr hattet ja jetzt nicht das Auto voll Geschenke. Na, ihr kamt ja nicht da an wie der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten, sondern ihr habt ja einen völlig anderen Ansatz gehabt, wie ihr helfen wolltet. Ja, also wie gesagt, genauso wie so spontan, wie die Tour losging, ist dann auch vor Ort passiert, mehr oder weniger. Also wir haben das mehr oder weniger betrieben wie Tagesaufgabe erfüllen. Na, also wir sind völlig unkompliziert auf die Leute zugegangen, haben uns unterhalten mit denen, haben uns einen Überblick verschafft, haben uns mit den Kindern unterhalten, was wird in den Kinderheimen gemacht und so weiter. Und eigentlich nur ganz nebenbei so die Frage gestellt, kann man irgendwas tun für euch? Braucht ihr irgendwas dringend? Wir haben hier eine Möglichkeit, das Budget ist natürlich begrenzt, aber wir können was für euch tun. Also so war eigentlich immer das Gespräch jedes Mal, egal wo wir hinkamen. Und haben halt, wie soll ich sagen, nicht jetzt die Hilfe aufgezwungen, sondern aus der Spontanität heraus uns, wie gesagt, mit den Kindern unterhalten, den Erziehern und dann eine gemeinsame Lösung gefunden, was wird angeschafft und wie können wir es anschaffen. So, und dann haben wir halt, wie gesagt, mit den deutsch-russischen Häusern, mit den verschiedenen Dolmetschern, die mir halt, also wie sie alle hießen, dann sind vor Ort dann in die nächstgrößere Stadt gefahren, haben das dort erworben und entweder, wir konnten es gleich zurückschaffen, na, man muss auch sagen, es sind auch manchmal irgendwo 180 Kilometer dazwischen. Also das sind zwischen andere Entfernungen. Der nächstgrößeren Stadt. Also ich habe ein völlig anderes Kilometergefühl mittlerweile. Also Ortseingang 50 Kilometer bis Stadtmitte. Also, na, also dass man mal ein paar Dimensionen irgendwo so hat. Ne? Oder wir haben es dann auf der Rücktour dann übergeben, also organisiert auf der Rücktour übergeben. Aber wir haben unserem Grundsatz, oder sagen wir, sind wir treu geblieben, wir haben kein Bargeld aus der Hand gegeben in dem Sinne, sondern wir haben das, sind vor Ort gefahren, wie wir es versprochen hatten, die Sponsoren, haben das erworben, haben das gekauft und haben das Material übergeben. Um was ging es denn da mal ganz konkret, Material? Es waren teilweise ganz simple Sachen, also es gab Kinderheime, wie gesagt, man glaubt gar nicht, wie sich Kinder über neue Bettwäsche freuen können, also das ist Wahnsinn, also das sind so Sachen, wo du dann da stehst und sagst, na, ja gut, wir hätten doch gern mehr gemacht, aber das schluckt man hier dann, sind doch irgendwo die Hände gebunden, vor allen Dingen, wenn man dann schon sieht, wie teilweise die Kinder leben. Ich sag mal, die Kinder haben im größten Teil, sie haben alles, muss man wirklich sagen, aber es ist nicht mit deutschen Verhältnissen zu vergleichen. Also so muss man es sagen. So. Oder wir haben zum Beispiel in einem anderen Kinderheim haben wir Kinderschuhe, Winterschuhe gekauft. Sind in Russland sehr, sehr teuer, ne, die Schuhe. Man muss auch dazu sagen, also die wollen alle deutsche Schuhe tragen, durch die Bank weg. Überall, wo man hinkam, deutsche Schuhe. Ne, also das hat man ganz Sibirien, von vorn nach hinten und von hinten nach vorn. Ja, die andere Variante, wir haben oftmals auch Küchengeräte gekauft, also für die Nahrungsmittelversorgung, also Öfen, meine Waschmaschine, mal so ganz elementare Sachen, also jetzt gar nicht irgendwie Spielzeuge oder Spielereien oder wie auch, sondern die Leute haben da wirklich einen ganz anderen Wert drauf gelegt vor Ort, ne, was sie halt jetzt brauchen, und haben das auch hinreichend diskutiert, auch mit den Kindern, was gebraucht wird, ne. Und ja, wenn ich da vielleicht nochmal ein Beispiel bringen kann, zum Beispiel in Irkutsk war es so gewesen, auch ein Kinderheim für elternlose Kinder, ja, in den einzelnen Zimmern, die waren getrennt nach Jungs und Mädchen, standen jeweils also 8 Betten und sonst gar nichts. Also weder ein Plüschtier noch irgendwas, nichts, wo die mal irgendwie persönliche Sachen hinlegen können. Ich meine, ein kleines Mädchen mit 6 Jahren hat auch mal eine Kette oder mal einen Ring, den sie irgendwo verstecken möchte. Und ich habe dann mal mich informiert, wo sind denn überhaupt denn ihre Anziehsachen? Also sie hatten dort Kleiderkammern, wo das alles hing. Zentral. Und da kann man ja gar nicht mal davon ausgehen, wenn ich heute einen Anorak anhabe, dass ich den morgen wieder kriege oder ob den dann die Freundin anhat. Ne? Und gut, jetzt dort eine komplette Möblierung hätte den Rahmen gesprengt, aber da sind wir dann zumindest so weit gekommen, dass also jeder einen Nachtschrank bekommen hat.
Also es ist, klingt bei uns banal, ein Nachtschrank, aber die Bilder haben wir jetzt erst bekommen, weil die sind extra angefertigt worden, die Schränke. Also die habe ich heute auch auf der Website eingestellt, die Fotos von der, wo die Kinder also davor stehen. Jetzt haben sie endlich mal was wirklich was Kleines, sind zwei Fächer, wo sie mal ein Plüschtier unterbringen können, wo sie halt mal ein bisschen Schmuck unterbringen können oder die Jungs mal ein Auto. Vorher war das wirklich trist. Es waren nur Betten in dem Zimmer und ansonsten gar nichts Persönliches, ne? Die Resonanz scheint aber auch entsprechend groß gewesen zu sein. Einen Beitrag hatten wir zum Beispiel gesendet. Wo war das? Vom russischen Fernsehen in Tomsk war das, glaube ich. Ne? Die hatten die beiden Männer begleitet mit der Kamera. Wir schauen noch mal in diesen Beitrag hinein. Wurde von einer ungewöhnlichen Delegation besucht. Zwei Unternehmer aus Deutschland besuchen bei ihrer Reise durch Russland Kinderheime. Randy Schwarz, Inhaber eines großen Versicherungsunternehmens, und sein Freund Sven Gläser beschenken gemeinsam auf ihrer Wohltätigkeitsmission während ihrer Reise russische Kinder in Kinderheimen. In unsere Stadt Tomsk kamen sie nur für einen Tag, um Winterschuhe für die Kinder aus dem Kinderheim im Dorf Tscherdati im Syrjanski-Rajon zu kaufen. Wir haben die Kinderheimleitung gefragt, womit wir helfen können. Uns wurde gesagt, die Kinder brauchen Winterschuhe. Keine schlechte Idee bei den eisigen Temperaturen da draußen. Größe 44 ist für den Jungen, der sehr schnell wächst und schon sehr groß ist. Außerdem haben wir dem Kinderheim noch einen Kühlschrank und eine Waschmaschine geschenkt. Das frostige sibirische Wetter stört die Reisenden nicht. Denn die meiste Zeit der Reise verbringen sie sowieso am Lenkrad ihres großen Autos. Es ist ein richtiges Haus auf Rädern, mit allem, was man braucht. Hier das Schlafzimmer und das Wörterbuch, das Wichtigste auf unserer Reise, das deutsch-russische Wörterbuch. Ihre Weihnachtsreise begannen die deutschen Unternehmer zu Silvester. Sie waren inzwischen schon in Saratow. Dem dortigen Kinderheim schenkten sie einen Computer. Bei ihrer Einkehr in Ufa kauften sie Bettwäsche für Heimkinder. Die Reise sei für sie sehr angenehm in doppelter Hinsicht geworden, weil sie sich dabei ihren Traum von Sibirien erfüllen konnten und noch die Möglichkeit nutzten, Kinderheimen helfen zu können, sagte Randy Schwarz. Weihnachtszeit ist die Zeit, in der es Geschenke und Wunder gibt und Wünsche in Erfüllung gehen. Alle wollen etwas Gutes tun und deutsche Firmen und Unternehmen sind gerade zu dieser Zeit bereit, sehr viel Geld zu spenden und so etwas zu sponsern. Deswegen haben wir diese Zeit und die Möglichkeit genutzt. Zurück nach Deutschland kehren die deutschen Weihnachtsmänner Mitte Februar. Jetzt sind sie auf dem Weg von Tomsk nach Krasnojarsk. Die beiden deutschen Weihnachtsmänner planen noch 10 Städte zu besuchen. Auf ihrer Route liegen Irkutsk, Ulan-Ude, Novosibirsk. Und in jede Stadt werden die Deutschen den russischen Kindern das Fest bringen. Während dieser Einspieler jetzt lief, hattet ihr einen Namen fallen lassen, Viktor Adam. Du sagtest, den sollten wir unbedingt noch erwähnen. Wer ist das? Was hat es mit diesem Mann auf sich? Ja, also wie gesagt, der Viktor Adam ist der Leiter des deutsch-russischen Hauses in Tomsk. Jetzt muss man sich vorstellen, Tomsk liegt so ein bisschen schon mitten in der Taiga so drin, so 250 Kilometer in der Taiga, also dahinter kommt dann auch nichts mehr. Viktor Toms, das ist ein alter Wolga-Deutscher hinten aus, der hat so halt mit uns Deutsch gesprochen und der wollte uns eigentlich überhaupt nicht mal loslassen. Also der war 3 Tage lang mit uns unterwegs dort, völlig begeistert von der ganzen Aktion, was wir gemacht haben, hat uns Toms gezeigt, hat uns alles gezeigt und bis zum Schluss dann, wo wir weggefahren sind, sagt er, weißt du, wenn Präsidenten kommen oder was nach Toms, dann gehen wir immer hier in so einen kleinen Imbiss, gehen wir immer essen. Sagt er, und ich denke, Sven, heute ist also ein besonderer Tag. Und er hat uns dort eingeladen, haben wir dort einen Schaschlik gegessen, da war so Bärenzwinger daneben, also die haben da Bären drin gehabt und so weiter. Das war alles wunderschön, auf alle Fälle dieser Mensch, das, wie gesagt, der hat so einen Spruch gehabt, wenn du trinkst, musst du essen. Und wenn du isst, musst du trinken. Ah, schön. Und der betreut da also dieses Stadtgebiet, oder? Der betreut das ganze Gebiet. Das Tomsker Gebiet ist vielleicht so groß, ich will nicht übertreiben, aber wie die Bundesrepublik auf alle Fälle. Also boah, das sind ja alles Dimensionen in Russland, da träumt man nur von, also das kriegt man geistig gar nicht so richtig mit. Sag mal, also man kann es mit unseren Verhältnissen nicht vergleichen, also Ortseingang, Stadtmitte, 50 Kilometer mindestens. Na? Also von den Dimensionen her. Ne? Welche Eindrücke hat diese Reise jetzt bei euch hinterlassen, bei dir zum Beispiel? Was ist das, wo man dann irgendwann später im Alter wahrscheinlich seinen Enkeln noch davon erzählt und sagt, weißt du, als ich damals in Russland die Hilfstour gefahren habe, wahrscheinlich kann man das jetzt noch gar nicht überblicken, oder?
Ja, sicher. Die Eindrücke sind noch sehr frisch und was man hier halt am meisten genießt, ist halt wirklich, dass in Deutschland Ordnung herrscht, dass man sich auf viele Sachen verlassen kann. Also man kann sich darauf verlassen, dass ein Strafzettel pünktlich kommt. Jawohl. Zum Beispiel. Aber das sind halt Sachen, die dort, da zählen halt noch andere Sachen zu den wichtigsten, wie dass es halt warm ist, dass die Leute zu essen haben. Also wenn wir zum Beispiel privat eingeladen worden sind, ist mir aufgefallen, dass es da nie irgendwie gekaufte Lebensmittel gab, sondern es waren halt immer selbst, also eingekochte Sachen oder was halt über den Sommer, weiß ich, im Wald gesammelt worden ist, haben die alles eingekocht und haben es dann uns vorgesetzt, war alles sehr wohlschmeckend, ne? Das erstmal vorneweg, aber dass die halt wirklich an Ecken und Enden sparen und man lernt es wirklich erstmal wieder zu schätzen, was wir hier in Deutschland haben. Zum Beispiel eine Lehrerin in Russland verdient also umgerechnet 400 Euro. Die Lebensmittelpreise sind wie bei uns. Die Mieten sind auch ähnlich teuer. Also das sind dann mehr Wohngemeinschaften, dass die sich das leisten können dort. Und wenn man überlegt, man sagt immer, der Sprit ist dort günstig. Also wir haben von Diesel ungefähr 45 Cent bezahlt, ne? Aber wenn wir 400 Euro im Monat verdienen, dann ist natürlich der Dieselpreis auch wieder teurer als bei uns. Also uns geht es da schon richtig gut. Nun zum Abschluss die alles entscheidende große Frage. Werdet ihr es wieder tun? Werdet ihr mal wieder auf Hilfstour gehen? Wird es eine fettigen Frosttour 2013 geben? Ich musste mir leider in Russland ein Versprechen abnehmen lassen oder ich musste ein Versprechen geben den Leuten da drüben, dass wir wiederkommen. Auf alle Fälle Ende des Jahres. Wir werden das wieder tun, weil auch viele Projekte, die wir uns vorgenommen hatten, diesmal aufgrund der Kürze der Zeit nicht möglich waren. Also ich persönlich werde jetzt das ganze Jahr über nutzen, um mit vielen Leuten zu sprechen, auch vielen Sponsoren, die wir nicht erreicht haben, die uns da vielleicht auch wieder unterstützen werden oder ich werde mit dem sprechen, also egal in welcher Art und Weise, dass wir das wieder tun können hinten aus. Also wir bringen es definitiv vor Ort hinten aus und glauben Sie mir, also in glückliche Kinderaugen schauen um die Weihnachtszeit, es gibt nichts Schöneres. Also das ist, also wir haben so viele berührende Momente, Herzlichkeit erfahren, auch so viele Schicksale kennengelernt vor Ort, ne, die wir jetzt auch bis heute noch bearbeiten oder jetzt, wo ich schon wieder da bin. Ich habe zum Beispiel aktuell in Novosibirsk haben wir Vertikulatoren über die Firma Alipi. Der Alibi Rego in Zwickau, der hat uns da unterstützt. Die habe ich letzte Woche per Luftfracht nach Novosibirsk geschickt, dass diese behinderten Kinder dort auch mal stehen können. Wie gesagt, da auch nochmal recht vielen Dank dafür. Das war uns auch wichtig. Und dann sind noch ein paar Sachen in Krasnojarsk, wo wir halt haben. Da ist zum Beispiel noch so ein krebskrankes Kind, 6 Jahre alt, Krebsstufe 4, die wir noch versuchen zu betreuen und noch verschiedene andere Sachen, die wir versuchen auch jetzt noch in die Reihe zu bringen nach der Tour. Also für mich persönlich oder für uns, denke ich, ist es mit dem Tag, wo wir da waren, nicht beendet, sondern die Arbeit geht dieses Jahr definitiv weiter und wir werden uns bemühen und uns dafür, wir werden uns bemühen und uns dafür einsetzen, dass wir das Menschenmögliche tun, um das Ende des Jahres wieder machen zu dürfen. Und diesmal ist ja auch mehr Zeit für die Vorbereitung, nicht erst im November, sondern schon jetzt. Und wahrscheinlich könnt ihr auch schon jetzt Sponsoren aufrufen und sagen, bitte unterstützt uns. Wenn das jetzt jemand sieht, was sollte er dann als nächstes machen, wenn er sagt, diese beiden Männer möchte ich unterstützen? Ja, ganz einfach. Unsere Internetseite www.hilfstour.de, das Kontaktformular drauf oder an uns, kennen auch viele. Einfach, ruft uns einfach an. Also ganz spontan, denke ich, unsere Telefonnummer sind überall erreichbar und einsehbar und wir werden sehen. Also auf alle Fälle. Ja, das war sie. Unsere kleine Sondersendung zu der väterlichen Frosthilfstour von Randy Schwarz und Sven Gläser. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren, bei euch beiden. Danke, dass ihr hier wart. Ja, und Sie haben es gehört, wer sich jetzt angesprochen fühlt, etwas zu machen für die nächste Hilfstour, geben Sie Ihrem Herz einen kleinen Ruck und nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall auch mit dabei sein. Vielen Dank an euch beide. Danke fürs Zuschauen.
Vision Zwickau. Werbung. Feiern Sie mit Globus Geburtstag. Bei uns ist immer was los. Weil wir uns unterscheiden, entscheiden sich so viele für uns. Sie finden alle Artikel für den täglichen und den besonderen Bedarf. Spezialitäten aus der Region und aus der Welt. Wir führen beste Markenprodukte, erstklassige Eigenmarken und haben strengste Qualitätskontrollen. Bei Globus ist der Kunde noch König. Globus Zwickau. Da ist die Welt noch in Ordnung. Dass Lernen auf Dauer Spaß machen kann, beweisen die neuen Schulen des Trägers Saxony International School. Hello, my name is Malcolm. This is my school. It's the Saxony International School, Karl Heim. It's a primary school. Now it's 7:15 a.m. Our school day starts in a few minutes. Do you want to be our guests? Let's have a look at different classes and activities. Die Internationale Grundschule Glauchau. Wer hier zur Schule geht, kommt gern jeden Morgen. Ein gutes Klassenteam, ein vertrauensvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis, praxisnahes und eigenaktives Lernen sorgen dafür. Hier ist der Schulalltag alles andere als grau. Die Unterrichts- und Horträume sind modern und liebevoll ausgestaltet. Das besondere Fremdsprachen- und medienorientierte Konzept mit modernen, flexiblen Lernformen soll die Schüler zu selbstständigem, vernetztem Denken und Lernen anhalten. Inhalte werden von qualifiziertem Personal ständig gefestigt und vertieft. Englisch bereits ab Klasse 1 sowie Spanisch ab Klasse 4 erlernen die Schüler vorwiegend durch Muttersprachler oder Sprachassistenten. Am Ende der Grundschulzeit können sich die Viertklässler in Englisch frei verständigen, lesen und schreiben. Viele legen den Cambridge-Test Flyers ab. Neue Medien. Den sinnvollen Umgang mit Computern eignen sich die Schüler ab Klasse 2 an. Am Ende der vierten Klasse bewegen sich die Kinder sicher in den Programmen Word, Excel, PowerPoint und verstehen, sich im Internet zum selbstständigen Wissenserwerb zu bewegen. Erklärtes Ziel der Saxony International School ist auch, den Schülern Werte wie Respekt und Höflichkeit, Teamgeist, Aufgeschlossenheit und Fairness zu vermitteln. We are in the fourth grade and we want to show you some of our after-school activities. Bei einer bunten Vielzahl von Freizeitangeboten wissen die Eltern ihre Kinder gut an der Internationalen Grundschule Glauchau aufgehoben. Hierbei sollen die Schüler Spaß haben, Ausgleich zum Unterricht finden und ganz nebenbei ihr Wissen und Können erweitern. Die Schüler sind mit großem Eifer dabei und ernten einen enormen Zuwachs an Erfahrungen und Kompetenzen. So macht Schule Spaß. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Hofmann Personalleasing bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Hofmann Personalleasing. Und? Wann bewerben Sie sich? City-Coiffeur Haustein im Herzen von Zwickau. Steht seit über 40 Jahren für Qualität und Kreativität. Hier fühlen sich die Kunden wohl. Vor allem Eltern können aufatmen. Während sie sich ganz entspannt verschönern lassen, spielt ihr Kind gemütlich in der Kinderecke oder wird selbst ganz relaxed frisiert.
Übrigens unter 6 Jahren sogar gratis. Auch reinkommen und drankommen oder kurzfristige Termine sind hier möglich. City-Coiffeur Haustein. Familienfreundlich, stilvoll, kompetent. Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung. Martin und Schwedler, auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Oase Leben ist eine Sendung bei Television Zwickau, die die Zeit aus christlicher Sicht betrachtet. Damit wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, in der Hektik der heutigen Zeit aufzutanken. Sie glauben gar nicht, wie viel die Bibel Ihnen zu den aktuellen Fragen des Lebens eine Antwort geben kann. Schalten Sie ein, Oase Leben, jeden Sonntag bei Television Zwickau. Informationen finden Sie im Videotext auf Seite 320. Ihr Pastor Helmut Trowitsch. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen. Und wenn ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Für die Doppelflat aus Ihrem Kabelnetz. Mit unserem Team haben Sie beim Sparen die Nase vorn. Telefon und Internet super schnell. Von 16 bis 128 Megabit bis zu 6 Monate gratis. Jetzt wechseln und alles schon ab 19,99 Euro im Monat. Bestellen Sie jetzt die Zweierkombi unter www.telekolumbus.de oder in Ihrem Telekolumbus Shop. Telekolumbus. Wir sind da. Über 6 Millionen Menschen machen bereits regelmäßig Muskeltraining in einem Fitnessstudio. Ja, sehr gut. Dass Muskeltraining ein dynamischer Motor für die Gesundheit ist, belegen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Trainierte Muskulatur kann viel mehr als uns nur Kraft zu geben. Über Jahrzehnte war das der Forschungsschwerpunkt, aber mittlerweile wissen wir, dass gut trainierte Muskulatur ungeahnten Einfluss auf unsere Gesundheit nimmt. Erklärt Frau Prof. Dr. Elke Zimmermann. Sie leitet den Lehrstuhl Sportmedizin an der Universität Bielefeld. Aktuelle Untersuchungen belegen, dass die trainierte Muskulatur die Ausschüttung von Botenstoffen veranlasst. Diese tragen ihre Botschaft von Zelle zu Zelle und sorgen für positive Veränderungen im gesamten Organismus. So aktivieren sie zum Beispiel das Immunsystem, unterstützen den Stoffwechsel und regen die Fettverbrennung an. Über 640 Muskeln bewegen den menschlichen Körper. Es sind komplexe Systeme, die für unsere Gesundheit lebensnotwendig sind. Sie sind dazu geschaffen, bewegt und trainiert zu werden. Sonst verkümmern sie. Ohne regelmäßiges Training verliert der Mensch im Laufe seines Lebens mehr als 30% seiner Muskelmasse und damit ihre gesundheitsfördernde Wirkung.
Viele körperliche Einschränkungen, unter denen ältere Menschen leiden, sind keine zwangsläufig auftretenden Alterserscheinungen, sondern oft eine Folge von untrainierten Muskeln. Das wissen auch Marlies und Reinhard Fesenfeld. Sie trainieren bereits seit über 20 Jahren ihre Kraft und Ausdauer. Wir gehen gern ins Fitnessstudio und trainieren unsere Muskulatur, damit wir im Alter nachhaltig fit und mobil bleiben. Wir möchten uns unsere Selbstständigkeit bewahren und kein Pflegefall werden. Wie wichtig das gesundheitsorientierte Krafttraining nicht nur im Krankheitsfalle, sondern auch als Präventivmaßnahme ist, weiß auch Elmar Meschede, Facharzt für Urologie und Andrologie. Er selbst trainiert regelmäßig seit vielen Jahren seine Muskulatur. Wer seinen Muskelapparat regelmäßig belastet, tut das Bestmögliche für seine Gesundheit. Er beugt hiermit effektiv typischen Alterserkrankungen wie Osteoporose, Diabetes mellitus oder Arthrose vor. Bereits zweimal wöchentliches Training ist ausreichend. Das Gute daran ist, dass die Trainierbarkeit der Muskulatur bis ins hohe Alter erhalten bleibt. Eine aktive Muskulatur bringt die entscheidende Wirkung gegen Übergewicht. Auch den Gefahren der bekannten sogenannten Volks- und Alterskrankheiten wie Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Osteoporose, Bluthochdruck, Arthrose, Arteriosklerose kann maßgeblich vorgebeugt werden. Auch Susanne Messing war übergewichtig. Nach unzähligen erfolglosen Diäten, verbunden mit dem typischen Jojo-Effekt, hat sie sich entschlossen, gesund abzunehmen. Seit einem Jahr trainiere ich gezielt meine Muskulatur. Ich habe 15 Kilo abgenommen, fühle mich vitaler, fitter und mein ganzer Körper hat sich gestrafft. Nun weiß die 56-Jährige, dass nicht weniger Essen, sondern ein gezieltes Muskeltraining der Weg zum erfolgreichen Abnehmen ist. Denn die Muskulatur ist neben der Leber das größte und wichtigste Stoffwechselorgan. Sie verbrennt Fett und das 24 Stunden am Tag. Sogar wenn wir mit der Zeitung auf dem Sofa liegen. Es gibt kein Medikament und keine andere Maßnahme, die eine vergleichbare Wirkungsbreite hat wie das Muskeltraining. Eine aktive Muskulatur ist einer der entscheidenden Gesundheitsfaktoren in jedem Alter. Dabei spielt die qualifizierte Betreuung eine wichtige Rolle. Daher ist der beste Zeitpunkt, mit dem Training zu beginnen, jetzt. Ist eines Ihrer Ziele für das Jahr 2011, mit Fitness- oder Gesundheitstraining beginnen zu wollen, dann würden wir, das Team des Sportparks Zwickau, uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Es erwartet Sie ein interessantes Programm in Kursen, Geräten, ein therapeutisches Team und viele gezielte Übungen, an denen Sie Ihre Ziele verfolgen können. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness.